Du hast nicht die leiseste Ahnung. Diese Stifte lehnen momentan auf Delapeane. Fünf davon begleiten wir in dieser besonders strengen Zeit. Sie haben die letzten drei Jahre geschafft, Fehler gemacht und auch daraus gelernt. Nur noch ein paar Wochen bis zur Lehrabschlussprüfung. Der Florian ist Plattenleger. Bei einem Probedurchlauf kommt aus, er und seine Zwillingsbrüder sind zu langsam. Dann müssen wir unbedingt noch miteinander reden. Zeitlich, gell? In der Tierklinik bittet die Lehrmeisterin Nina zum Gespräch. Einfach der Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe, ist das Telefongespräch. Sie verliert sich gerne ein bisschen. Der Erzieher Basil übt heute Spazieren mit Kind. An der Prüfung wird darauf geschaut, dass keins verloren geht und alles dabei ist. Und der Fotoapparat? Fotoapparat? Soll ich den bitte? Ja, immer. Stifte im Schlussspurt. Jetzt bei «Mini Lehr und ich». In der Tierklinik zu Thun bringt Drittlehrjahrstiftin Nina eine Chihuahua-Hündin in die Hospitalisation. Das Tier ist als Notfall eingeliefert worden. Diagnose: zu wenig Blut. Ohne frisches Blut stirbt die Hündin. Und das ist der Spenderhund. Der Schäfermischling Roxy kehrt an einer Mitarbeiterin. Ihm wird jetzt 600 ml Blut genommen. Anders als bei uns Menschen kommt es bei den Hunden nicht auf Blutgruppen an. Auch nicht bei der ersten Transfusion. Ich habe wirklich noch nie vorbereitet für eine Bluttransfusion, also zum Abnehmen. Ich habe schon geholfen, bei Bluttransfusion zu machen. Aber wirklich mit dem Spenderhund selber hatte ich noch selten zu tun gehabt, also im Blutabnehmen. Ja. Und darum brauche ich da wirklich ein bisschen Hilfe. Der Roxy ist ein ruhiger Hund. So versucht die Tierärztin, ihm das Blut ohne Narkosen abzuzapfen. Mensch, geht das so für mich? Das macht das erste Mal. Einfach nicht allzu schnell ziehen, aber einfach unregelmäßig. Und schön kippen, genau, dass es mischt mit dem Natriumcitrat. Kannst du vielleicht auch so ein bisschen rechts, links, so ein bisschen drehen, genau. Zuerst mal Blut nehmen. Nina hat das tipptopp gemacht. Das Blut muss sofort in den Kreislauf der Chihuahua-Hündin Ariel, damit ihre Werte besser werden. Also. Kannst du jetzt schauen, dass es noch schnell ganz reinläuft? Es kommt jetzt gar noch nicht an. Weißt du, bis es genau reingeht? Dann musst du vielleicht die Beine noch ein bisschen strecken oder oben noch ein bisschen drücken. Also. Die Nina muss die Hündin überwachen. Sie kontrolliert die Herzfrequenz, misst Fieber und sie überträgt alles auf das Patientenblatt. Nina macht sich Sorgen und fragt bei der Tierärztin nach. Das ist Nina, hoi. Es geht ihr so weit gut, sie hat einfach recht eine schnelle Pause. Man tut einfach, sie atmet manchmal ein bisschen unregelmässig. Also sie hat manchmal so Zwischenschnaufen während dem normalen Schnaufen. Eigentlich hat Nina jetzt schon Feierabend. Aber Leila will sie nicht. Die Nina bleibt wegen der Chihuahua-Hündin über 2 Stunden länger in der Praxis. Wenn es dann mal länger geht, ja, es gehört einfach dazu. Dann sind mir dann die Tiere auch wichtiger. Also es ist wichtiger, dass das Tier überlebt, sage ich einmal. Wenn er das einfach geht. Aber mir hilft einfach so lange, wie es geht. Das ist einfach der Teamgeist, der halt in diesem Job gefragt ist. Tschüss, Maus. Mach's gut, gell? Ja. Du die Nachtmeister. Nina hat ihr das Beste gegeben. Über die Nacht kommt aus, ob das frische Blut dem Chihuahua hilft. Es ist Abend am 9. Normale Arbeitszeiten für alle in der Gastronomie. Im Gourmet-Restaurant Gadouf's Wine Loft Zürich geniessen die Gäste ihr Essen und den guten Wein. So, hallo miteinander, alles gut? Der Beat Gadouf ist nicht nur Gastgeber, sondern auch der Onkel und der Lehrmeister von der zukünftigen Köchin Elena. Sie ist in der Küche gefordert. Ein Gast hat einen extra Wunsch. Es geht neu. 2x4-Gang. Im dritten nochmal Hauptgang Fleisch, aber kein Poulet. Ein Gast will zwar das 4-Gang-Menü von der Karte, aber ohne Geflügel. Scheiße.
Jetzt haben sie ein Wunschkonzert und das bringt mich ein bisschen schleudern, weil jetzt muss man eine Alternative einfallen. Das ist ein blöd. Aber immer noch Hacki? Nein. Haben wir keine mehr? Nein. Also nur unten? Nein, er hat nicht keine Hacki. Dann geht es nicht, wenn man etwas anderes macht. Es dauert halt seine Zeit und der Gast wartet dann gleich auf sein Essen und wird ungeduldig und so. Und deswegen sind extra Wünsche einfach immer so mit noch mehr Stress verbunden. Und darum habe ich es echt nicht so gern. Elena hat eine Lesung gefunden. Ein ist das Menü normal mit Bulle und ein ist halt mit Fisch. Zu der Ausbildung von der Elena gehört auch Kästeker vom Restaurant. Noch Kuh? Ja. Ich kann nur Kuh. Gerne. Aber fangen Sie mal an. Ich habe gerne Geiss, aber mild. Ja, unten haben wir einfach so Schalzmechlehre, Geiss und Schaf. Mhm. Und oben haben wir eher so Kuh, weiche Kuh und Blauschimmelkäse. Und oben haben wir die harten Käse. Über 60 Sorten muss Elena auswendig kennen. Jetzt im dritten Lehrjahr ist sie eine gleichwertige Arbeitskraft. Sie verdient 1'550 Franken. Ist ein Rohmilch-Camembert? Ja. Der sieht super aus. Zu den Käse drin ist noch zu sagen, dass eigentlich alle unsere Käse Rohmilch sind. Die Arbeitszeiten in der Gastronomie sind pickelhart. Nach dem Service wird noch geputzt, und zwar jeden Abend. Es ist schon so, dass ich meistens nach jedem Service plus minus erschöpft bin. Dann irgendwann du beim Putzen fährst schon ein bisschen runter und dann kommst du am Abend heim und bist noch nicht ganz durch. Ich habe immer so eine Stunde, zwei, bis ich wirklich so kann schlafen kann. Erst kurz vor Mitternacht hat auch die 23-jährige Stiftin endlich Feierabend. Morgen um 7 Uhr in der Stadt Luzern. Der Kleinkindbetreiber Basil ist unterwegs in die Kita. Der Arbeitsweg ist fast der einzige ruhige Moment, wo er den ganzen Tag durch hat. Heute will er den Kindern die Geschichte vom Reiber Hotzenplotz erzählen. Nicht eine, die es schon gibt, sondern eine, die er selber erfunden hat. Sie wissen, dass ich das mache. Das heisst ohne Bilderbüchli. Das heisst, Kreativität im Kopf der Kinder ist mehr gefragt. Ich mache das wirklich gerne, einfach so, weil ich es auch so gelernt habe von meinem Vater. Er hat mir jeden Abend eine Geschichte erzählt, bevor ich ins Bett gehe. Schier bis in die Oberstufe, ist lustig, aber es war wirklich so ein Ritual. Und es gehört einfach so ein bisschen dazu, ja, zu meinem Betreuungsstil. So ein bisschen, ja. Ich, der Räuber Hotzenplotz, bin am Morgen früh aufgewacht. Tut sich der Räuber waschen? Nein, super. Der bleibt Dreck. Ja, super, das höre ich so gerne. Ich muss mich nie waschen als Räuber. Legen einen Hut an, den Mantel, die Stiefel und gehen aus dem Haus. Hey, du musst doch noch eine Pistole mitnehmen. Die habe ich vergessen. Pistole. Und ich weiss, die ist von Fürschwert. Ja, genau, ich bin zurück. Ich habe das Fürschwert genommen und Pistole. Das Fürschwert und Einen hat er natürlich immer in den Nasenloch, oder? Dann ist er ein Räuber. Immer in den Nasenböck gefressen. Nasenböck? Ja. Nein. Was macht der Räuber eigentlich in der Stadt am besten? Etwas abschiessen oder etwas klauen? Ja, etwas klauen, genau. Das habe ich nämlich auch wie jeden Tag. Heute möchte ich nämlich etwas Grosses stellen. Was? Ja, das Brutale in diesen Geschichten, ich glaube, das fasziniert sie, weil auf eine Art ist der Kind wie bewusst, es ist etwas Böses, sagen wir, oder etwas, es ist etwas um auf dieser Welt, wo nicht so ist, wie wir in dieser Situation, wie wir hier leben. Und das fasziniert sie, glaube ich. Und das ist wie ein Bedürfnis, das muss gestillt werden. Das ist vielleicht, wie wir Erwachsene die Tagesschau schauen, ist das für die Kinder eben so eine Geschichte, wo vielleicht gibt es ihnen sogar eine innere Sicherheit, von dem Bösen zu hören und gleich selber da können, in der warmen Stube eine Geschichte können zu hören. Ja. Da höre ich etwas vorbeigefahren. Der Teff! Und darum hat der Hotzenplotz ich die Seile für ihn genommen und von der anderen Strassenseite auch Baum gebunden. Seile. Langsam über die Straße gelaufen, Seile auf und mein Bänkli auch angebunden. Und dann habe ich ihn gehört. Schon gehört kommen, der Hund. Schnell gezogen. Zack, am Töffer ist Seilig ab im Bauch. Der geht hinten raus, hat zum Glück einen Helm an, eben den Drachenhelm. Und liegt am Boden. Oh Gott, noch hat er gerufen.
Der Reiber Hotzenplotz fährt mit einem gestohlenen Töffi in den Wald und die Kinder sind um eine fantasievolle Geschichte reicher. Die Chihuahua-Hündin ist gestern in einem kritischen Zustand eingeliefert worden. Eine Woche nachdem sie Junge auf die Welt gebracht hat, hat sie nicht mehr gegessen und viel zu wenig Blut gehabt. Von einem Spenderhund hat sie frisches Blut bekommen. Jetzt wird die Hündin untersucht. Hallo, denen geht es schon viel besser. Ja, es war doch schon gedacht, als ich so rausgenommen habe. Es ist viel lebiger, gell? Ja, sehr. Wir schauen mal, wie du aussiehst. Immer noch ein bisschen bleich. Ja. Jetzt hat sie gefressen, sehr gut. Darielle ist wieder zu Kräften gekommen. So wie es aussieht, kann sie schon gleich wieder heim zu ihren Jungen. Sie gar nicht. Sie hat ziemlich eine volle Blase. Ich weiß nicht, wenn du noch Zeit hast, zum Kobisseln oder so. Ah, also. Du musst auch schauen, ob sie noch sie wette. Ja. Super. Die Bluttransfusion hat genützt. Die Werte der Chihuahua-Dame sind am steigen und sie hat auch wieder Appetit. Die Behandlung kostet die Besitzerin 800 Franken, inklusive Robidog-Säckli. Du musst nicht nur bisseln, gell? Wengi im Kanton Thurgau. Die Strassenbauerin Katja ist mit ihrem Pferd zusammen ein Tömper auf der Piste. Vorher hat sie mit einem Arbeitskollegen den Strassenrand aufgerissen. Heute wollen die beiden Stifte, Katja und Roman, den Schutt aufladen und ins Depot fahren. Aber der Polier und Chef der Baustelle, der Franco, hat eine andere Idee als Katja. Er will den Schutt auf das Auto umladen. Willst du nicht ganz fühlen? Lass mit dem in die Bude fahren und den Rest aufs Auto laden. Dann kannst du einmal mit dem Tempo gehen und das zweite kann man hier weitermachen mit dem Auto und dem Backo. Und dann, wenn der Tempo nicht da ist, kannst du mit dem Auto kippen und mit dem Tempo weitermachen. Im Auto kippst du nicht so viel. Ja, du willst das Auto kippen und sagst, auf dem Auto kippst du nicht so viel. Komm, abladen. Weißt du, was ich meine? Und meine Idee war, ich fühle, wie es voll ist, gehe mit dem Tempo. Den Rest laden wir aufs Auto, dass in der Zeit, als ich mit dem Tempo weg bin, gleich laden kann. Du hast nicht mehr laden, siehst du? Er hat gesagt, auf dem Auto kannst du nicht so viel kippen wie auf dem Tempo. Aber ja, er will mit dem. Ja. Au, gut. Durch Katja ihre Argumente haben nicht gebracht. Der Chef setzt sich durch. Sie muss jetzt den ganzen Schutt auf einen Lastwagen umladen. Für Katja macht der Arbeitsschritt überhaupt keinen Sinn. Die andere Idee. Falsches Magazin, wir tun abstecken. Dann ist schon leer. Jawohl. Auf einmal schwenkt der Polier um und Katja darf sie so machen, wie sie es ursprünglich vorgeschlagen hat. Und dadurch, dass ich halt sehr viel selber mitstudiere, bringe ich meine eigenen Ideen und ich überlege, wie könnte man es noch besser machen. Und die einen mögen da halt nicht so verleiden, das ist ja so. Und trotzdem ist es einfach dumm, nebendran stehen und ich weiss, wie man es besser machen könnte und nichts sagen. Ja, das zeigt mir eigentlich, dass es gut ist, dass ich doch mitstudiere und auch meine Ideen bringe, dass man da eventuell auch effizienter arbeiten kann. Der Blättli-Lecker Florian arbeitet heute allein. In diese Stube kommt später eine Schmine. Der 18-jährige Stift aus Frutigen blättert heute nicht am Boden, sondern in die Hecke. Da muss er noch genauer arbeiten als sonst schon. Die unterste Reihe ist entscheidend. Die muss schön gerade sein und im Blei sein, dass man dann schon im Senkel ist gegen ja, dass man nicht schräg reinkommt. Zentimeter um Zentimeter schafft er sich ob sie. Knapp 100 Franken kostet der Quadratmeter von dem Naturstein aus Italien. Mit kleinen Holzkeilen gleicht der Drittlehrjahrstift leicht schräge Platten aus. Die nimmt er nach dem Rechnen wieder raus. Also ich habe jetzt schon recht viel alleine da. Ich mache es noch gerne. So alleine da ist man Sieger, Chef, kann selber entscheiden, was man machen will. Und ja, es macht Spass alleine. 3 Quadratmeter Wand baut er auf.
Ausgerechnet bei der letzten Platte entdeckt er in der Mitte ein Loch. Das ist ein Materialfehler. Jetzt ist da etwas. Soll ich? Ein Lehrmeister, der auch sein Vater ist, will er wegen dem nicht anleiten. Der Florian löst das Problem selber. Dann ziehen wir hier ein Stück mögen abbrechen. Die kommen von Italien. Und beim Transport gibt es etwa manchmal ein bisschen so Schäden. Da muss man es halt rausnehmen und einen neuen schleifen. Der junge Berufsmann schleift eine Iwi-Platte mit dem richtigen Mass. Hallo, Vater. Hallo. Sollst du mir gerade helfen? Ja. Soll ich besuchen? Ja, wenn Zeit hat. Also, jetzt habe ich bis zum Rohr. Jetzt ist es gesehen. Wir können ja später besuchen. Ja, ja. 4 Stunden braucht die Wand jetzt zum Rechnen. Der Florian kann gut zu Mittag essen. Wir wünschen diese gute Miteinander. Im Campus-Restaurant. Nach dem Mittag steht in der Kita-Campus der Mittagsschlaf auf dem Programm. Der Fachmann Betreuung Basil muss dafür sorgen, dass alle Kleinen parat für das Bettli sind. Zähnli, Butze, Nipfe vergessen, jeden Tag nach jedem Essen. Zähnli, die müssen sauber sein. Mama, Papa, Grossmama, mir ist gleich noch. Und Grosspapa geht auf Sardinien. Also sie kommen eigentlich selber, sie kommen zu laufen vom Zähneputzen-Kind, bevor sie ins Bett gehen. Und ich frage sie eigentlich, fragen, was sie abziehen wollen. Sie tun meistens die Finken und die Hose, so wie sie sich wohlfühlen. Was willst du abziehen, Rosalina? Ja! Finken! Willst du abziehen? Was ist das, hä? Zack! Und dann gefällt es eigentlich gut selber den Platz, wo sie schlafen, nach ihrem Tierli oder nach ihrem Nuki dort, das sehen sie eigentlich selber. Soll ich dich noch zudecken? Hä? Decke? Brauchst du? Ja. Gut. Decke. Decke. Juri, du darfst reingehen. Luisa ist auch fertig. Oh. Und dann tue ich ein bisschen Musik ablassen, ein bisschen Beruhigungsmusik. Ja, ein bisschen zum Abfahren. Ich tue auch einen anderen Ton einlegen beim Reden. Ein bisschen flüstern, ein bisschen leiser reden. Sodass sie merken, ah ja, jetzt ist die Situation, wo ich ruhig war, wo ich schlafen darf schlafen oder Pause machen. Es gibt solche Kinder, die gerne gestreichelt werden. Es gibt solche, die kaum anlängen, die selber einschlafen. Es gibt auch solche, die man irgendwie kraulen muss oder ein Lied singen. Ganz verschiedene Varianten. Noch manche Eltern staunen, wie viele Kinder in einem Zimmer problemlos dank Basil den Schlaf finden. Im Kadufs Weinloft Zürich knistert es für eine Schnitt in der Pfanne, sondern zwischen der Drittlehrjahrstiftin Elena und dem Koch Michel. Die beiden sind ein Liebespärli. Für mich sind ein gutes Gespann. Wir können recht gut miteinander auch beim Arbeiten. Bis jetzt hat es noch nicht gereicht. Der Elena, ihre Freund, ist Luxemburger und ausgelernter Koch. Beim Arbeiten hat der 29-Jährige einen pragmatischen Umgang mit dem Thema Liebe. Man hat ja auch nicht die Zeit um da großen Schnickschnack. Ich meine, man kommt rein, man macht seine Mise en place, der Mittagsservice beginnt, am Abend ist das das Gleiche und man hat da nicht die Zeit, so ganz schön Schmetterling hier und da und dies und das. Nee, das ist schon ganz klar getrennt. Ja. Dafür haben wir unsere Freizeit. Und so sieht die Freizeit von der Elena und dem Michel aus. Zwischen dem 2 und dem 6 haben die beiden Köche Zimmerstunde und gehen viel in die Wohnung von ihm. Und was machen zwei Köche, wenn sie frei haben? Sie fangen an zu kochen. Ja, das ist der große Vorteil.
Wenn man zu zweit Koch ist, dann isst man auf jeden Fall jeden Tag gut. Für Michel ist Liebe auf den ersten Blick gsi. Als ich angefangen habe im Betrieb und sie das erste Mal gesehen habe, auf jeden Fall so wow. Okay, jetzt wird er gedroht. Nein, ich weiß nicht. Ich habe da volles Vertrauen in dich. In mich? Nach ein paar Dates ist es rasch gegangen, bis die beiden Verliebten das zweite beim Arbeiten aufgetaucht sind. Hat er bei mir übernachtet und am nächsten Tag war es etwas komisch für mich. Weißt, du bist zusammen am Arbeiten und dann bist du so. Ich bin mega verlegen und so komisch. Und dann ist es nicht mehr lang gegangen, dann sind wir ein paar Tage gegangen. Und dann hat er mich gefragt, und wie sieht es jetzt aus? Was ist jetzt das? Und dann ich sagte, ja, ich glaube, wir sind zusammen. Und dann gesagt, ja, ist gut. Und dann ist das gut. Seit 6 Monaten sind Elena und Michel ein Paar. Miteinander geniessen sie ihre Zimmerstunde, bevor sie im Abendservice wieder zusammen in der Küche stehen. Liebe an der Arbeit. Nicht alle haben Freude an ihrer Beziehung. Zusammen arbeiten ist etwas am Schwierigsten. Es ist aber naheliegend. Die meisten Beziehungen werden am Arbeitsplatz gefunden. Aber für den Arbeitgeber ist es nicht unbedingt die Idealkonstellation. Im Restaurant, vor allem mit den gleichen Dingen. Also meine Erfahrung ist halt immer, dass das eigentlich schlecht ist. Wenn die Streit kriegen miteinander, muss einer gehen. Beide können nicht miteinander arbeiten. Also ist für mich wieder ein Problem, dass wieder eine neue suchen, weil die Streit haben, oder? Ob verliebt dich echt Suppe versalzen, wird die Zukunft zeigen. Übernächste Woche hat die Strassenbauerin Katja die Fahrprüfung. Im Familienauto mit ihrem Vater Thomas übt sie heute noch das Einparkieren. Ja, ist zu wenig weit. Ja. Du kommst ins Auto hier. Du musst mal führen. Alles führen? Nein. Ja, aber du machst dich nicht mehr nie. Oder? Dann komm mal gleich hier. Ja, langsam hin, das ist eine Schange. Ja. Gut. Ja, bleibt er noch da. Schräg. Ist gut, Paket. Ja, ich glaube, ein bisschen mehr. Der andere steht näher. Der andere ist näher, aber... Wer im Strassenbau arbeitet, muss ein Auto fahren können. Der Vater hat selber eine Tiefbaufirma und würde das Geschäft gerne eines Tages seiner Tochter übergeben, wenn Katja das auch will. Die Tochter und der Vater sind ein gutes Gespann, auch beim seitlich einparkieren. Ein bisschen weiter weg, ich glaube, da geht nicht. Wohl, fest rum, fest rum. Grad, grad, grad. Das kannst du auch nicht abbrechen. Das geht nicht. Dann geht es aber nicht. Mal. Gar retto. Bis das Auto noch vorbei ist. Jetzt stehen würde ich so gut, wenn ich voll einschlagen und retten könnte. Gar noch ein retto. Bist du sicher? Ja, kannst schon ein bisschen. Ich drehe doch nicht. Oh, fest dich mal hin. Fest. Weiter weg, das geht nicht. Du musst einmal retto. Ja, eigentlich darfst du nicht steuern beim Stehen. Ja, musst. Jetzt einmal retto bis zum hinteren Ganz. Nochmal die Hose einlassen, nicht wegheben. Sicher, muss ich jetzt. Jetzt muss ich mit dem Vorderrad nehmen. Gut, jetzt ist gut. Halt. Siehst du? Ja. Du bist drin. Geht das so knapp, ja. Gut, also. Ja, passt ja. Du musst einfach das Rad rein haben, oder? Das Rad ist drin. Das Rad muss rein sein, oder? Ein bisschen Führer hättest du noch können. Aber das Rad ist rein. Ich will lernen Auto fahren, weil wir sehr neben draussen wohnen. Und darum ist es einfach praktisch. Und eben, wir laufen eine halbe Stunde bis zur nächsten Bushaltestelle. Und dann gehört das Auto schon fast dazu. Und halt auch fürs Arbeiten ist halt dann nützlicher und bist vielseitiger einsetzbar, wenn du Auto fahren kannst. In 2 Wochen gilt es ernst. Der ist der Termin beim Strassenverkehrsamt Freienfeld. In der Familienstube zu Frutigen sind Zwillinge am Lernen. Der Florian und der Fabian büffeln die Theorie von der Lehrabschlussprüfung. Sie fangen meistens zu spät an Lernen. Einfach kurz vor der Prüfung. Im letzten Moment. So lange muss ich zögern wie möglich. Und dann am letzten Abend noch vor die Tine drücken. Sie haben eine Liste mit Hunderten von möglichen Fragen, die an der LAP dran kommen. Balkonen müssen welche Anforderungen für Schall- und Wärmeschutz erfüllen? Gar keine. Super. Stimmt, ja.
Ein Glück gehabt. Das ist erstaunlich, wie viel das du weißt. Welche Nachteile folgen kann die Stangnässe bei Außenbelägen hervorrufen? Es kann die Platte, der Kleber aufweichen und dann die Platte ablösen. Oder dass sie so wie die Platte hochläuft, dass sie dann hohl sind. Es können ja Fugen kaputt gehen. Also es kann Kalkusblühungen, Kalkfahnen, Feuchtflecken, Frostplatzungen. Ah ja, Frostplatzungen habe ich genügend vor. Da gebe ich den Kipppunkt. Trotzdem haben sie hohe Erwartungen, was die Schlussnoten angeht. 6.0. Nein. Ja, mein Noten. Nein, ein Fünfer. Ja, mein Notenziel ist auch ein Fünfer. Aber wenn es ein Vierer gibt, ist auch gut. Aber nein. Ja, Top-Akteure, lieber ein Vierer als. Ja. Aber ein Fünfer wäre gut. Seite. Welchen Fugenmörtel sollten Sie für Außenbeläge verwenden? Nennen Sie die Bezeichnung dazu. Das ist etwa ne. Welchen Fugenmörtel? Also schnell, erhärtend. Einfach da die Buchstaben. CG2, schnell abbindend. Was bedeutet das? Das ist ja vorne. Die Theorieprüfung gehört genauso zur LAP wie die praktische Prüfung. Für einen Sechser müssen die Zwillinge noch ziemlich büffeln. Der Griff? Ja. Bleibt er das jetzt in deinem Kopf? Ja. Jetzt willst du zählen, wie wir alle sind. Dino, 1, 2, 3, 4. In der Kita ist der Basil heute verantwortlich für einen Spaziergang. In einer Woche hat er die LAP, die genau das drankommt. Gefahren auf dem Spaziergang. Es hat vorher immer eine Straße. Was müssen wir bei der Straße gut schauen? Anhalten. Wir haben es doch gesehen. Genau, anhalten. Wir haben es doch gehört im Globi. Beim Globi, der Globi erklärt es gut. Und dann gibt es noch andere Gefahren. Und zwar, das ist noch bei den Kühen, der Haag. Was ist dort die Gefahr? Der Zaun. Genau, der bitte, gell, der zuckt einem, der putzt einem eins. Das ist ein ganz bisschen. Genau. Jetzt auf dem Spaziergang bin ich eigentlich so in der Rolle von einer Praktikantin quasi. Das heisst, ich tue mich eigentlich komplett zurücknehmen und tun eigentlich wirklich so ein bisschen beobachten und einfach bei den Kindern sein und warte einfach, ob er mir einen Auftrag gibt oder ja, wie auch immer. Und sonst bin ich einfach bei den Kindern. Bevor es losgeht, muss der Basil an alles denken. 7, 8, 9, 10, bei so vielen Kindern eine gehörige Herausforderung. Ja, Handy habe ich. Wie? Wasser, Flasche. Oh nein, das habe ich nicht. Und der Fotoapparat. Fotoapparat. Soll ich den bitte? Ja, immer. Muss jemand aufs WC, du meinst? Also, Emilia, gehst du gerade bei der Gruppe Blau? Okay. Du musst auch weiter. Du hast ja gesagt, ja. Also, gehst du auch noch schnell. So ein Spaziergang dient einfacher, als er ist. Verlangt wird, dass der Basil 2 Stunden unterwegs ist. Die Kleinen müssen können in der Natur spielen und sich austoben. Er muss die Gefahren einschätzen und alle 11 Kinder immer im Auge behalten. Ein rechter Stress für einen Stift. Luisa, magst du nicht mehr laufen? Willst du ins Wägeli? So, schon. Meinst du, schauen, wie wir hier können? Juden. Jo, Luisa, magst du bis zum Bänkchen hochlaufen? Hä? Auch nicht mehr, das nicht einmal mehr. Basil, der Miro Max ist schon gesagt, gell, gut Miro, laufen. Gell, Miro, tust den Miro raus, ist das gut für dich? Dann kannst du uns Wägeli. Kannst du mich verschoben, gell? Die Strasse am Ende dieses Wegs ist die gefährlichste Stelle. Der Fachmann Betreibung trägt Verantwortung. Also, was wir jetzt schauen müssen, ist, dass die ältesten Kinder an der Strassenseite laufen. Ist gut, Sheila? Also das heisst rechts. Ist gut. Bei dir ist es so gut. Jawohl. Also, dann tue ich noch schnell etwas sagen, Kinder. Ja. Fahre ich hier aufs Gras. Ja, du darfst noch schnell bei mir haben. Ja, kann ich euch noch schnell. Wir bleiben jetzt eine Zeit da. Einfach wichtig ist jetzt, dass ihr immer ein bisschen da in dem Bereich bleibt, wo wir euch sehen. Gell?
Warum? Ja, dass ich sicher bin, dass ihr noch oben sind. Wenn der Spaziergang zu lang oder zu kurz ist, gibt es Abzug an der LAP. Wie spät haben wir jetzt? 3:15? Dass Kind herumtoben ist ein wichtiger Punkt an der Prüfung. Ich kann nämlich weitergehen. Du warst ja bei der Becca. Ja, ja. Basis ist Zeitmanagement ist aufgegangen. Nach genau 2 Stunden ist er zurück. Heute hat die Lehrmeisterin Sheila einem Basil Wenteriebe geholfen. Nächste Woche ist sie Prüfungsexpertin und schaut zu. Sie bewertet dem Basil seine LAP. Ich finde, du hast es wirklich super gemacht. Ich finde, du hast auch gute Gedanken im Voraus gemacht. Du hast genau gewusst, wo du hingehen willst. Mhm. Du hast auch überlegt, was du alles mitnehmen mit der Wickeltasche. Es haben alle Kinder Sonnenhüte an. Sie waren eingerannt. Eben mit dem Wasser kann ich dich jetzt noch daran erinnern. Das ist sicher am Mittwoch auch wichtig, dass du daran denkst. Beim Wasser, der eine Aspekt ist sicher, wenn es so heiß ist, dass sie jetzt trinken haben. Der andere Aspekt ist für mich auch noch, wenn du mal irgendeinen Unfall oder so hast, finde ich es immer gut, wenn du ein bisschen Wasser dabei hast. Ja, sicher, das stimmt. Ja, einfach, dass du dort amigs noch daran denken. In einer Woche gibt es keine Tipps mehr von der Lehrmeisterin. Zurück in der Ostschweiz. Gestern hat die Strassenbauerin Katja da mit ihren Arbeitskollegen den Boden aufgerissen. Heute wird frisch geteert. Zuerst streicht sie einen Kleber an die Ränder, damit der alte und der neue Belag sich gut verbinden. Der Unterstift Roman drückt mit der Vibroplatte den Boden flach. Ich muss darauf schauen, dass ich schön hier an der Kante feine Steine habe. Dass da schön zu ist, dass ich die richtige Höhe überbaue, dass man nicht zu tief ist, wenn wir verdichtet haben oder zu hoch. Und darauf schauen, dass die grössten Steine oben weg sind, dass eine schön glatte Oberfläche gibt. Der Asphalt ist 150 Grad heiß, damit er sich gut verstreichen lässt. 16 Tonnen von dieser Mischung aus Stein und Leim sind heute Morgen angeliefert worden. Über 3 Stunden haben sie Zeit für die Arbeit. Eine Aufgabe, die der LAP auch dran kommt. Einen ganzen Morgen lang haben die 2 Stifter Katja und Roman den Boden geteert. Der Lehrmeister kommt für die Schlusskontrolle. Was meinen ihr mal als Erstes? Es ist alles ein bisschen hoch. Richtig. Denkst du mir lieber, wenn du mal eine Weile gewälzt hast, mal noch mal retour schauen, oder? Ob sie es runterbringt. Wenn nicht, in noch ein bisschen tiefer gucken, oder? Ist da immer schwierig, um mit der Höhe genau zu treffen, weil halt alles alt ist, links und rechts, oder? Die Kanten sind zum Teil nicht sauber. Sonst aber ist die Arbeit sehr gut. Eben einfach ein Muckensäckchen zu hoch ist es. Aber sonst ist es gut. Die Kante ist wirklich für Lehrlinge tipptopp. Ja, haben wir gut gemacht. Da kann man nicht alle Stifter so machen lassen. Sie sind wirklich einfach, sie, die wir jetzt hier haben, die sind beide wirklich fähige Leute. Fähige Stifter, also das ist nicht selbstverständlich. Und die kannst du machen lassen, das ist wirklich so. Sie war jetzt 2 Jahre lang bei mir und ich hatte sie dort schon immer auf grossen Baustellen. Sie an ihren Ecken gehabt, machst, wenn etwas ist, kommst du fragen. Ich weiss, wie sie schafft und sie läutet mir an, wenn es ein Problem ist oder kommt rufen, wenn es ein Problem ist. Da kann ich wirklich, da haben wir Vertrauen zueinander. Zu Thun in der Tierklinik hat Drittlehrjahrstiftin Nina ein Quali-Gespräch mit ihrer Lehrmeisterin Beatrice. Es ist das Letzte vor der Lehrabschlussprüfung. Wie hast du es im Moment? Wie geht es dir? Ist etwas, was dich ein bisschen belastet? Oder ist alles gut? Prüfungen. Prüfungen, ja. Ich bin weniger aufgeregt, als ich denke. Gut. Dann hätten wir von der Fachkompetenz her sind wir eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden mit dir. Wir haben das Gefühl, du bist auf einem guten Weg. Du bist eigentlich jemand, der motiviert ist, immer wieder etwas Neues zu lernen. Die Arbeitsqualität ist genau. Also du bist jemand, der sehr genau arbeitet. Vom Arbeitstempo her und von der Menge ist grundsätzlich gut. Einfach der einzige Kritikpunkt, den ich ein bisschen habe,
ist das Telefongespräch. Also wir haben dort manchmal nicht ganz so einfach, unsere Telefone halt kurz und knapp zu behalten, einfach, dass wir so auf den Punkt bringen können. Es ist aber relativ wichtig. Aber sie verliert sich gerne ein bisschen, dass sie halt wie von ihrem naturellen Aushalten so ein bisschen gerne so ein bisschen abschweift. Und es ist halt manchmal schwierig, oder, wenn wir Leute haben, die wirklich ja, sehr besorgt sind, was verständlich ist von ihrem Tier her und wirklich eine grosse Geschichte möchten erzählen oder was war, ist es für uns gleich wichtig, die Sachen können auf einen Punkt zusammenzufassen. Das ist das erste Mal, als ich das höre. Das ist sicher etwas, was ich so ein bisschen aufpassen muss, weil ich wirklich mich ein bisschen vertören oder vertören. Ich probiere es schon, aber ich bin nicht jemand, der sagen kann, so, und jetzt ist es mal gut, dass wir das mit dem Tierarzt noch fertig besprechen. Ich würde sagen, dass wir dranbleiben dort und schauen, dass wir es ein bisschen verbessern können. Genau. Aber sonst wirklich sehr speditiv. Mhm. Und sonst wirklich an die Glauben. Und mit einer gleichen gewissen Klasse haben wir schon am Ende die Prüfungen zu starten. Genau. Probieren. Mal. Pause. Merci vielmals. Merci dir. Tierklinik Thun, Nina Lanica. Grüße, Frau Amann. Also, dann schaue ich doch grad schnell. Einen kleinen Moment, bitte. Merci. Das ist Nina, hoi. Ich habe Frau Ammann. Ich würde dir gerade geben. Merci, tschüss. Kurze Sache. Feierabend für Basil. Nach der Arbeit tauscht der Blitzstier mit einem Bier. Die Männerrunde trifft sich regelmässig nach dem Arbeiten zum Jassen. Für Basil sind die Kompos eine Abwechslung zum lauten Trubel in der Kita. Im Arbeiten bin ich viel um Frauen herum. Daheim ist die Mutter und zwei Schwestern, alles Frauen. Die genieße ich umso mehr so Männer. Anlässe. Die Kollegen die sind ein Ausgleich, der wichtig ist, um ja, den Arbeitsalltag auch zu meistern. Man redet über den Ausgang, der kommt, über den Ausgang, der war. Auf was freuen wir uns? Auf das Open Air, auf die Fasnacht. Zusammen gehen shooten. So Sachen, die in der Freizeit einfach auch Spass machen. Ja, also, ja. Seine Kumpels finden, dass der Beruf perfekt zum Basil passt. Ja, er macht es gut. Er hat es im Griff. Ja, also wenn einer aus unserer Gruppe das macht, dann ist er der Boss. Er ist jemand, der am besten dazu passt. Und auch der, das denkt mir ja, soll ich sagen, der umgänglichste oder der freundlichste? Gegen null. Zwei. Null. Baba! Hey, darf ich auch mal lecken? Nein! Wissen wir, wie es gegangen ist? Ja, Tami. Hast du eigentlich gesagt? Ah, nein, ich habe nur gesagt. Ja. Der Basil ist Single. Er verbringt seine Freizeit gerne mit seinen Freunden. Aber es gibt da etwas, was er vermisst. Ich muss schon sagen, es wird auch wieder langsam Zeit, auch, eine Freundin zu haben und vergeht sie. Und vielleicht auch einmal über Gefühle auch im Privaten reden und nicht nur beim Arbeiten oder in der Schule. Strassenbauerin Katja nutzt ein paar freie Minuten in der stressigen LAB-Zeit für ihr grösstes Hobby, das Reiten. Hey! Er ist ein Kumpeltyp. Und du musst ihn ein so nehmen, wie er ist. Wenn du auf deiner Seite bist, ist er echt wirklich mega lieb. Und er ist ein Löli. Er muss immer ein bisschen seich machen und ein bisschen rumlölen. Und darum passt so gut mit uns zwei. Wenn immer sie kann, legt Katja die Reitstiefel an. Heute macht sie mit ihrer Kollegin Helena einen Ausritt. Das Reiten ist für mich ein guter Ausgleich zum Arbeiten, weil du halt auch mal mit weiblichen Geschöpfen in Kontakt kommst und dann unterhaltest dich mal über etwas anderes als über Strassenbau und solche Sachen. Und dann erzählen meine Kolleginnen von ihrer Arbeit und was gerade läuft. Und dann redest du mal über etwas anderes und denkst mal etwas anderem nach. Nach der LAB hat sie dann wieder mehr Zeit für ihr Hobby.
Im Bildungszentrum Zagmarsellen sind Plättlilecker Florian und Fabian im Lernlager der Schule. Eine Woche lang schlafen sie, essen sie und arbeiten sie hier. 18 Deutschschweizer und 7 Tessiner Plattenleger üben hier für die LAP. An mobilen Betoninseln haben sie gestern eine Wand geplättelt. Heute müssen sie den Boden verlegen. Ihre Zeit müssen sie selber einteilen. Die Jungs aus dem Berner Oberland nehmen es gemütlich. Während andere schon die Plättchen verlegen, knien die Zwillinge noch vor dem leeren Sand. Wollen wir dir hier noch den Boden anschauen, gell? Jetzt schon? Ja, es nimmt mich wunder, was du daraus gemacht hast. Der Kursleiter sagt dem Florian, auf was das Prüfungsexperte genau schauen. Dort hinten haben wir auch den Schlüsselpunkt, dort hinten, den Ecken. Hast du das gesehen, dort hinten? Der geht runter. Die letzten 10 cm gehen runter, dort ist es. Das vor allem nach dem Mal dort. Was du selber noch machen kannst, ganz fein hier so durchfahren, gell? Dass dann vielleicht noch ein paar Unebenheiten noch wegkommen. Schau jetzt hier, da hast du jetzt auch noch etwas, das noch ist von dem Sand. Dann schaut es noch, schauen, wie der verdichtet ist. Der muss ja gleichmässig verdichtet sein. Schau, dann gibt es unter Umständen noch ein Problem. Wenn du hier durch die Platte bis zu den Ecken nehmen. Schau dir hier mal drücken. Hier. Gell, dort? Ja, hier ist dort hast du noch fast wie Butter, gell? Das ist gut. Oh, was geht's? Und dann müssen wir unbedingt noch miteinander noch reden. Noch Lösungen suchen. Zeitlich, gell? Ja. Grob gesagt, wenn wir das vergleichen mit der Lehrabschlussprüfung um 9:30 Uhr, morgen hätte der Boden echt so selten erstellt sein. Jetzt haben wir 11:30 Uhr, in 2 Stunden. Und an der Lehrabschlussprüfung, im Kurfall, müssen wir die Arbeiten, die hier natürlich nicht erstellt sind, ja, mit einem 1 bewerten. Ah, das kommt schon gut. Hier hat man ja, mich vielleicht auch nicht zu wenig vorher befasst. Ich habe hier am Sonntagabend noch etwas gemacht. Ja, das haben wir auch einen unlaufigen Punkt, den wir ansetzen können. Und du kommst ja die Unterlagen kommst du mindestens 1,5 Monate vor der Prüfung über. Also, ja. Der Florian muss an seiner Arbeitseinstellung noch etwas ändern. Das hat er jetzt auch gemerkt. Die Trainingsanlage ist ideal zum Üben. Alles Material und Werkzeug steht zur Verfügung. In die Hände speizen muss aber jeder selber. Alle anderen Stifte sind schon viel weiter als Zwilling. Ja, das Tempo ist schon wichtig. Weil wir noch ein bisschen zulegen müssen. Ja, aber es kommt dann schon automatisch an LAP. Das Ecklisch ist ein bisschen hier. Machst du etwas? Ja, wenn du keine Lust hast, gehst du ein bisschen reden. Der Florian und der Fabian nehmen es locker. Zu locker. Und das nächste Mal bei «Meine Lehre und ich». Ausnahmezustand bei der Nina. Was ist los auf dem Bauernhof? Prüfungstag bei der Köchin Elena. Wie kommt sie mit ihrer Nervosität zurück? Ich möchte es einfach schon gut machen. Und auch der Basil an der LAP. Hat er Kind im Griff, wenn es darauf ankommt? Da darfst du von mir aus auch ein bisschen am Wagen kommen. Gell? Maxi. Das alles und noch viel mehr das nächste Mal bei «Meine Lehre und ich».